Hi Annette, du bist hier Vorsitzende von unserer Bundesvereinigung und wir sind jetzt hier in Heidelberg im Schlösschen zu unserer Jahreshauptversammlung. Sagst du uns mal, was wir heute hier machen werden? Was steht denn auf der Tagesordnung? Ja, die normale Tagesordnung wie bei jedem Verband ist natürlich erstmal die normalen Sachen wie, was haben wir an Finanzen verbraucht, was haben wir im letzten Jahr alles getan, also den Vorstandsbericht. Dann die Planung natürlich für nächstes Jahr, Haushaltsplan, das sind die normalen Standardsachen. Dann steht ganz besonders noch auf dem Plan unsere allgemeinen Leitlinien, die wir nochmal oder immer wieder neu überarbeiten und dieses Mal so in Bezug auf die Menschen, die eine Bescheinigung für die Krankenkassen brauchen, also das heißt Teilnehmer haben, die krankenkassenzertifiziert sind. Und da gibt es Änderungen von Seiten, Anforderungen, Krankenkassen und die haben wir mit aufgenommen, haben ergänzt sozusagen, dass wir die genauso abdecken können und da werden wir heute auf alle Fälle explizit drüber sprechen, inwieweit das, was wir ausgearbeitet haben in einer großen Gruppe, dann auch hier im Verband wirklich offiziell machen und auch nach außen geben können. Das ist so ein Hauptpunkt, der heute auf alle Fälle auf der Tagesordnung steht. Und eine kleine Umstrukturierung ist hier. Wir haben eine Geschäftsstelle, die bisher mit Teilzeit beschäftigt war, mit Halbzeit beschäftigt war. Die wird sich umgestalten und da ist eine kleine Umstrukturierung da. Und das sind natürlich unsere Mitglieder, gerade die heute da sind, aufgerufen, aber auch alle anderen, ja, sich Gedanken zu machen, wie sie uns unterstützen können, verbandsmäßig, ehrenamtlich oder wie auch immer. Alles, was sie können, an Potenzial haben, ist natürlich erwünscht und bei uns gut angelegt, sag ich mal. Okay, gut, dann schauen wir mal, was heute passiert. Ich gehe jetzt in die Arbeitsgruppe für die neuen Ausbildungsleitlinien und werde noch öfter davon berichten, was wir hier machen. Super. Bis später. Tschüss.